Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir uns die neuesten Erfolgstaktiken für den Karrierekick anschauen und dich ganz herzlich willkommen heißen. In den kommenden Tagen startet die neue Saison und wir werden wieder tausende Jugendliche mit zahlreichen Unternehmen spielerisch an einen Tisch bringen, um so einfach den Zugang zu der aktuellen Generation noch viel leichter zu ermöglichen. Nicht nur am Kickertisch werden wir dafür sorgen, dass neue Talente auf dich aufmerksam werden, denn wir präsentieren mit dem Karrierekick das Karrierekick Jobboard. Das Karrierekick Jobboard ermöglicht dir in ganz einfachen, schnellen Schritten all deine Ausbildungsangebote, aber auch deine Praktikas und Ferienjobs in Sekundenschnelle zu veröffentlichen, ins Internet zu legen, damit quasi sie auf den Stellenportalen landen wie Google for Jobs, aber auch wie jobs.karrierekick, welches wir gerade neu aufbauen, auf den aktuellen Veranstaltungswebseiten, in den Smartphones der Schüler und ganz neu in den Pilotprojekten in ausgewählten regionalen Schulwebseiten. Also genau bei der Zielgruppe, wo deine Zielgruppe entsprechend sich aufhält. Um dir einen Einblick zu geben, wie einfach das geht, habe ich hier im Hintergrund die App einmal aufgemacht und du siehst schon die Neuerung Karrierekick Jobs, welche du entsprechend erreichst über Jobs und dann über meine Stellen oder wenn du über die Startseite gehst, hier über deine Checkliste. Ganz wichtig, das siehst du nur, wenn du Ansprechpartner in deinem Unternehmen bist. Solltest du nicht Ansprechpartner deines Unternehmens sein, kannst du entweder den Ansprechpartner anfordern oder einfach mit einem Kollegen sprechen, dass er darauf geht. Wenn du dann hier auf Stellen veröffentlichen klickst, kommst du genau hier auf dieses Fenster und kannst hier jetzt auswählen, ob du eine neue Stellenanzeige erstellen willst oder dir deine Jobübersicht anschauen willst. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch keine Jobs veröffentlicht, deshalb klicke hier auf neue Stellenanzeige erstellen. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Und wir erstellen, wie es in unserem Fall einfach passend ist, eine Ausbildung zum Event Manager. Ja? Dann kannst du hier auswählen, ob dir die Ausbildung ab sofort beginnt oder ab einem gewissen Datum. Ich empfehle dir, nimm immer den Punkt ab sofort, denn ab ein gewisses Datum sorgt dafür, wenn dieses Datum überschritten ist, dass diese Stelle veraltet aussieht. Deswegen wähle ab sofort, dann steht immer dann, wenn danach gesucht wird, ab sofort. Ja? Hier hinten kannst du noch auswählen, ist ein Praktikum, ist es eine Ausbildung, ist es ein duales Studium, all das steht dir frei zur Verfügung. In Zukunft werden wir das sicherlich auch noch ergänzen um Fachkräfte, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind das die drei Auswahlkriterien. Und solltest du zu dem Zeitpunkt die App schon befüllt haben mit deinen Daten, also mit den Unternehmensdaten, mit deinen persönlichen Daten, dann kannst du es auch ganz einfach hier den Firmensitz auswählen, beziehungsweise er ist schon direkt hinterlegt. Sollte der Fall sein, dass die Ausbildung an einem anderen Standort stattfindet als dort, was du bereits in der App als Firmendaten hinterlegt hast, dann kannst du das ganz einfach über einen neuen Firmenstandort hier eintragen. Ja? Machen wir in dem Fall nicht. Wir haben das an unserem Sitz. Wir können hier zur Aufhübschung des Profils nochmal einen entsprechenden Banner auswählen. Den habe ich hier mal vorbereitet. Wir suchen dich als Eventmanager. Ist direkt hier integriert. Und jetzt ist im Prinzip schon das Wichtigste an der Reihe die Beschreibung der Stellenausschreibung. Wir haben sie hier aufgeteilt, um dir einfach wirklich einen einfachen Zugang zu geben, wie so eine Stelle aufgebaut sein sollte, also deine Aufgaben, was wir wünschen, was wir bieten und weitere Informationen. Ich habe auch hier, glaube ich, schon mal einen Text vorbereitet, genau von der Formatierung jetzt noch ein bisschen überschaubar, den kann man hier auch noch ein bisschen anpassen. Lassen wir aber alles mal so, es muss jetzt nicht perfekt sein und gehen dann weiter runter zu Punkt 6. Hier kann ich entscheiden, will ich Bewerbungen, die jetzt auf diese Stelle einkommen, direkt über die App erhalten oder habe ich gegebenenfalls ein eigenes Stellenportal und auf die ich quasi die Bewerbungen weiterleiten will. In unserem Fall wäre das https://keyvent.de/karriere. Das ist quasi unsere Karriereseite, wo ich gerne Bewerbungen entgegennehmen möchte, wobei ich für dieses Beispiel hier tatsächlich direkt in der App mir anzeige, damit ihr es auch gleich mal seht, wo die Bewerbungen landen. Es wird mir dann der Ansprechpartner angezeigt, der darüber informiert wird, wenn eine neue Bewerbung hier im System reinkommt. Den kann ich ändern, entweder hier, indem ich auf Ändern klicke, oder wenn ich nachher hier auf Einstellung klicke, kann ich auch weitere Änderungen vornehmen. Wenn ich hier auf Ändern klicke, kann ich hier im Dropdown-Menü alle bereits hinterlegten Ansprechpartner bzw. Personen, die in meinem Unternehmen hier angemeldet sind, auswählen und dann einfach die richtige Person wählen, die darüber informiert werden soll. Sollte ich an mehr als einem Standort angemeldet sein, dann kommt Punkt 7 in Kraft, in dem ich auswählen kann, für welchen Standort
dieses Event bzw. diese Bewerbung relevant ist. Ja, wenn ich hier draufklicke, in meinem Fall habe ich hier 3 Testanmeldungen bereits gewählt. Hier kann ich jetzt auf die Berlin-Demo am 01.01.2029 wählen und dann wird diese Stelle nur zu diesem Event angelegt. Wenn ich mehrere Standorte habe, wofür die es mehrere relevant hat, dann kann ich auch hier alle wählen. Klicken wir jetzt auf Speichern, das ist ganz wichtig, ansonsten ist die Stelle wieder verworfen. Dann speichert sich das Ganze und wir sehen gleich in der Übersicht, welche ganzen Stellen wir bereits ausgeschrieben haben. In dem Fall nur eine. Ja? Wenn ihr mehrere Stellen erstellt habt, kommen hier natürlich mehrere darunter. Unter mehreren Standorten wird es nachher auch schön aufgeteilt. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, unter diesem Punkt hier die Ausschreibung in einem neuen Fenster zu öffnen und einfach sich mal anzuschauen, wie sieht das denn eigentlich aus. Ja? Machen wir einfach in dem Fall direkt mal und sehen, hier wird der Banner gerade aufgebaut und hier die etwas groß geschriebene Stellenausschreibung. Aber genau das ist es im Endeffekt. Ne? Ihr seht einfach, wie schnell ihr so eine Stelle veröffentlichen könnt. Und wenn jetzt ein interessierter Jugendlicher sich darauf bewerben möchte, klickt er hier auch ganz einfach auf Jetzt bewerben. Seine Daten kann er hier ausfüllen. Wenn er bereits die App hat, wird hier auch alles vorausgefüllt. Er kann jetzt hier noch ein entsprechendes Bild hier reinziehen und noch eine Bewerbungsunterlagen entsprechend hochladen und dann auch eine Telefonnummer eingeben. Und hier unten gegebenenfalls, okay, das Profil darf maximal so und so groß sein. Dann löschen wir das Ganze mal wieder und machen ein neues Profilbild rein. Und dann schreibe ich, ich habe voll Bock auf die Stelle. Klicke noch kurz die Datenschutzerklärung an und dann mache ich es auf Absenden. So schnell war es entsprechend schon, wie sich quasi ein Interessent, ein Bewerber auf die Stelle bewerben kann. Und wenn ich jetzt hier gehe, zurück auf die Stellenanzeige, dann landen wir auch direkt auf dem deutschlandweiten Stellenportal, wo wir hier jetzt schon über 3.500 Stellen haben, wo deine Stelle auch veröffentlicht wird. Was ich mir jetzt aber in dem Punkt anschauen möchte, ist erstmal dieser Punkt. Wir haben jetzt hier nämlich eine neue Bewerbung erhalten und die möchte ich auch direkt anschauen. Und du siehst, dass sogar mit Bild, weil der Bewerber, wie gerade eben, hat ein Bild hochgeladen. Und die kannst du jetzt anschauen. Du siehst hier genau, welche Texte bzw. welchen Lebenslauf, welche Bilder er entsprechend hochgeladen hat und kannst es anschauen und kannst auch direkt eine Bewertung abgeben. Ne? Ist es ein Bewerber, der was taugt oder taugt der nichts? Das ist für dich, das wird nicht dem Bewerber übermittelt, sondern es ist nur für dich als internes Merkmal. Wenn da nachher hunderte Bewerbungen drin sind, dann ist es einfach wichtig oder wertvoll, hier eine Übersicht zu haben. Du kannst gleichzeitig auch hier einen Status vergeben. Der Status gibt dir einfach auch eine Übersicht, wie bin ich gerade mit dieser Person, mit dem Bewerber verblieben. Also habe ich die Bewerbung angesehen, soll die Person eingeladen werden, ist sie eingeladen, ist sie gegebenenfalls auch eingestellt oder abgelehnt. Das hilft einfach im weiteren Bewerbungsprozess, dir sehr schnell eine Übersicht über die ganzen Bewerbungen zu geben. Das war's im Endeffekt schon. Hier siehst du, wie gesagt, alles. Du kannst hier in den Einstellungen noch ein bisschen mehr vornehmen. Du kannst dann auch, wenn du sagst, hey, das ist mega cool, was du hier quasi hast, dieses Jobboard mit nur deinen Stellen auch auf deine Webseite integrieren. Durch ein eigenes iFrame, wie wir es quasi auch bei uns entsprechend haben, kannst du alle deine Stellen auf deine eigenen Webseite integrieren, indem du deinem Webseiten-Admin diesen Code gibst und dann kann er entsprechend schauen, dass die Stelle bei euch veröffentlicht wird. Ich gebe euch mal kurz einen Blick, wie das bei euch aussehen kann und zwar zu den offenen Stellen. Das haben wir jetzt hier unten. Das ist ein iFrame. Das sind die eingebundenen Stellen, beziehungsweise besser sieht es noch aus, wenn wir es hier auf jobs.karriere.kick klicken. Genau diese Stellen könnt ihr auf eure Webseite entsprechend auch integrieren. Also wenn ihr Lust habt, das Karrierekick Jobportal für euch zu nutzen, ne, als Bewerbungsplattform, weil ihr selbst noch kein eigenes Recruiting-System habt, steht euch hier wirklich die Möglichkeit, das mit diesem iFrame direkt bei euch zu integrieren. Ich würde euch empfehlen, klickt einfach mal auf den Link in der App beziehungsweise in der Mail und gelangt direkt in die App. Testet es mal aus, veröffentlicht ein paar Stellen, veröffentlicht bitte allerdings nur reale Stellen, denn ab dem Zeitpunkt, wo ihr auf Speichern klickt, veröffentlichen wir diese Stellen auf allen bekannten Plattformen, die hier quasi angeschlossen sind. Wie gesagt, in der App, auf der Veranstaltungswebseite, auf unserem deutschlandweiten Stellenportal, auf Google for Jobs und auf ausgewählten Stellenportalen auf den Schulwebseiten.
Also macht es behutsam, aber macht es ordentlich. Nur wer es macht, kommt in die Sichtbarkeit. Für euch ist das vollkommen kostenfrei als Teilnehmer, als Aussteller eines Karrierekicks. Ja? Das einfach nur, setzt es um und somit wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umsetzung und viele gute Bewerbungen. Bis bald im nächsten Video.